Ari sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter und dem dazu passenden Video hier am Strand von Maspalomas. Heute am 28. April 2023. Es ist 8:50 Uhr. Wir haben jetzt knapp 22 Grad. Wunderbares Wetter, kein Wind. Sonne pur, ein paar kleine Wölkchen am Himmel zu sehen. Ja, heute mal nicht wie gewohnt mit meiner Pocket 2, sondern mit einer einfachen Handykamera. Denn ja, irgendwie hat es mit dem Aufladen heute nicht funktioniert. Aber das spielt ja auch keine große Rolle. Ja, hier der Blick auf unseren Faro. Und da gibt es auch gleich das passende Wetter dazu, die Informationen. Aber jetzt vorab erstmal ein bisschen sehen, was hier so los ist. Ja, heute etwas später. Gestern war es sehr lustig. Es wurde auch gestern spät. Und wir hatten viel Spaß, glaube ich. Hat auch den anderen gut gefallen. Am Treffpunkt beim Lucky in der Larifari Bar in der Lavandia. Dafür bedanke ich mich für alle Anwesenden, die sich die Mühe gemacht haben, da hinzukommen. Und einige werdet ihr heute auch wieder in der Realität sehen, einige Gäste. Vielen Dank dafür. Ja, Realität. Heute 16 Uhr am Faro, am Leuchtturm mit und ohne Kamera, und wir können uns da ein bisschen unterhalten, ein bisschen sprechen. Es sind ja auch immer viele Fragen, auch gestern wieder, gerade auch bezüglich der Anmietung für längere Zeit. Das Thema, das wird wohl immer stärker, immer größer, und ich muss mir da irgendwas auch einfallen lassen in der Zukunft. Denn das Thema ist eigentlich riesig und unerschöpflich. Ja, zu den Kommentaren. Der Uwe hat gefragt, wegen Anmietung von einem Monat, nein, da kann ich leider nicht behilflich sein. Das sind Sachen, die muss man hier vor Ort machen oder übers Internet. In den Häusern ganz einfach nachfragen. Preis für einen Monat. Ja, die Bilder von Viktor wurde ich gefragt. Die gibt es immer hier am Freitag, wenn ihr Lust habt und möchtet dem kanarischen Maler ein bisschen helfen, den wir unterstützen hier mit seinen Aquarellen und seinen Bildern. Ich hänge euch die dann ganz einfach auch mal wieder mit ran. Und ja, kann jeder ein bisschen was dazu beitragen. Aquarelle ab 15 Euro und die Acrylbilder mit Rahmen ab 50 Euro. Umbau H10, da hat der Robert sehr gut berichtet, recherchiert. Der macht das immer ganz gut und ausführlich, der Flying Robert. A, über das Baugeschehen am H10 und auch über, ja, eben über die Lautstärke, wie viele Menschen sich dann doch beschwert haben wegen Mama Juana und den anderen Lokalen. Ja, dann wurde ich im Kommentar auch gefragt, was es denn mit den Wellen auf sich hat, mit den 3 bis 4. Jetzt, wenn ich jetzt zuschaue, sehe ich 2, 3 aufeinanderfolgende Wellen. Jetzt wieder 3 Stück, sichtbare aufeinanderfolgend. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dann nicht schwimmen zu gehen. Das hat nichts mit Baden zu tun. Das hat also nichts mit dem Abfrischen zu tun, nichts mit dem
mal kurz ins Wasser gehen und sich, aber wenn ihr jetzt schon mal dieses Bild jetzt hier seht und man schwimmt dann doch ein bisschen weiter raus, dann ist es für mich ganz einfach aus Erfahrung zu gefährlich, um da weiter raus zu schwimmen. Das Schönste ist ja immer hinter der Welle, hinter der brechenden Welle, also weiter raus. Aber das ist für mich dann eben so ein Zeichen, wo ich sagte, mache ich das nicht. Zu beachten sind immer die Fahnen, die roten, grüne. Jetzt im Moment gibt es noch keine Fahne, denn das Rote Kreuz, die kommen erst so in einer Stunde hier und machen das dann. Also keine Angst vorm Schwimmen gehen, aber jetzt weiter raus schwimmen würde ich nicht raten. Ja, und mehr zum Wetter gibt es ganz sicher heute Abend oder heute Nachmittag. Was man eben auch schön empfehlen kann. Oder gerade auch das wieder gestern, die Frage nach dem Essen. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Geschmäcker. Aber dann doch wieder, wie wichtig es ist, auch im Urlaub, wenn man nicht all-inklusiv hat oder Halbpension, zumindest Empfehlungen zu haben. Und ich sage euch, wir gehen am Samstag schon wieder essen. Ja. Ja, weil es ganz einfach sich gerade so ergibt, wenn man zusammen hier ist. Freunde auf der Insel hat, einen kommen, die anderen gehen. Und dann trifft man sich auch mal am Strand oder dann eben beim Essen. Und komisch, wenn man ein neues Restaurant besucht hat und sich dann später unterhält, es sind die gleichen Sachen, die wieder auffallen. Zum Beispiel das leckere Öl im Restaurant in San Fernando, wo wir am Samstag wieder hingehen. Das leckere Öl, das Salz dazu und das gute Brot. Und ist eigentlich was ganz Einfaches, aber dennoch hat man es in Erinnerung. Ihr werdet es am eventuell noch mal sehen, wir werden noch ein kleines Filmchen machen. Ja, so sieht es hier aus am Morgen am Strand von Maspalomas. Ja, ich habe mich bis jetzt noch nicht weit weg bewegt, nein. Aber ein bisschen was habe ich geschafft. Aber es ist so schön, ganz gleich, wo man hier steht. So, und hier wieder die freundlichen Männer vom Dienst, die hier für Ordnung sorgen und sich jeden Tag aufs Mühe oder jeden Tag Mühe machen, dass alles hier akkurat aussieht. So, jetzt geht es erstmal hier in die Richtung. Ja, nun mal der Blick hier in die Berge. Auffällig wieder eine ganz tief hängende Wolke hier. Ja, und fast die gleiche Wolkenformation wie gestern Morgen hier am Leuchtturm, am Faro. Und jetzt hier sind die Wellen weniger, also hier sind jetzt, ich sage, seit ich jetzt hier lang laufe, überhaupt keine hohen Wellen, die sind scheinbar wirklich nur da vorne am Faro. Ihr könnt das sehen,
Und hier kann man auch bedenkenlos schwimmen. Also kein Problem. Und ich werde dann auch ins Wasser gehen. Ja, gerade auch gestern wieder die Gespräche mit den Gästen beim Lucky. Kam auch die Frage, wann. Der Lucky hat Sonntag und Montag Ruhetag, ansonsten habt ihr die ganze Woche die Möglichkeit, da zu ihm zu kommen. Gute Musik, gute Getränke, und das ist ein Treffpunkt auch für viele, die es ein bisschen ruhiger haben möchten. Also immer einen Besuch wert. Und da kamen eben dann auch wieder die Fragen, wo man eben hingehen kann am Abend mal. Die einen wollen tanzen, die anderen wollen ein bisschen feiern. Aber bei Lucky Larifari war immer eine gute Adresse. So, ich sehe hier auch schon wieder Aufnahmen, Modeaufnahmen, die sich hier an der Bude postiert haben. Leider kein Zoom. Ja, sieht gut aus, wie immer, wie jeden Morgen. Ja, das wollte ich sagen, das ist mir entfallen, wie viele dann das Wettervideo und die Realität nutzen, um sie am nächsten Tag dann anzusehen. Zum Beispiel schauen viele sich das Wetter am Nachmittag an und die Realität am kommenden Morgen. So, jetzt schauen wir noch mal hier rüber, die sind ganz schön geschäftig hier. Das sind wohl Fotos, keine Filmaufnahmen, sondern Foto bestimmt für irgendwelche. Ja, hier hängt, da hängen viele Klamotten übereinander. Ja, schön der Hintergrund, gerade jetzt die tief hängende Wolke, sieht aus wie Nebel. Ja, ich hänge euch dann am Ende des Videos noch die Bilder vom Victor mit dabei. Und ja, auch nochmal die Tasse und die T-Shirts, die kriegt ihr ja beim Versandservice. Cremer ist vielleicht auch eine schöne Geschenkidee für jemanden, der was sucht, der vielleicht irgendwelche Beziehungen zu Gran Canaria hat. Und damit eine Freude macht. Ja, ich bin wieder auf dem Rückweg. Heute ist Freitag. Heute ist ja so häufig, nicht immer, aber Einkaufstag, und es stehen ein paar Sachen an. Die müssen ja auch alle erledigt werden. Ja, also jetzt wieder ganz ruhig das Wasser, eine Welle, überhaupt kein Problem. Ja, wenn man weiter hinten Richtung Faro schaut,
Deswegen sind da ja auch die Wassersportler, aber hier kein Problem. Ja, mittendrin statt nur dabei. Das macht auch richtig Spaß. Ist auch gesund, das Laufen hier. Man sollte nicht immer nur am Strand laufen, am Sand, sondern vielleicht auch mal im Wasser mit dem Widerstand. So, und dann möchte ich mich jetzt auch langsam verabschieden. Im Anschluss gibt es noch die Videos vom Viktor und ja, noch so ein bisschen was. Ich sage an dieser Stelle jetzt hasta luego, macht's gut und bis, freue mich auf euch Realität. Vielleicht sehen wir uns ja persönlich hier am Leuchtturm am Faro. Hasta luego.